Hallo zusammen, Produktreview und zwar Nikon Z50, die kleine neue Nikon, quasi die kleine Schwester zur Z6 bzw. zur Z7. Und der Disclaimer, das ist ein Leihgerät von Nikon Deutschland, die muss ich ganz normal zurückgeben. Die Geschichte dazu ist, die kamen neu raus und Nikon hat mich gefragt, ob ich ein Vorserienmodell haben will und ich habe so ein bisschen mich davor gedrückt und gesagt, ja, nee, will ich eigentlich nicht haben. Versucht das dezent rüberzubringen, weil ich gesagt habe, ich habe mir die Specs angeguckt und ein bisschen gesagt, ja, es ist halt eine Z6, nur halt in schlechter. Was soll ich da für ein Review machen? Das Fazit wäre so ein bisschen, ja, es ist wie eine Z6, aber schlechter. Und günstiger natürlich, muss man ja immer sehen. Und jetzt habe ich sie getestet, habe ich sie halt mich dann bequatschen lassen, jetzt wo sie rausgekommen ist und mir halt auch eine schicken lassen. Und mein Fazit, um das vorwegzunehmen, ist, das ist wie eine Z6, nur billiger und nicht zwingend schlechter. Warum genau und so weiter, erfährst du jetzt im Review. Fange ich außen mit dem Body an. Offensichtlich ist die Kamera klein und leicht. So zum Vergleich ist immer ein bisschen die Frage, welches Objektiv natürlich, dass die Sony 6300, also sie sind quasi gleich von der Größe her, vom Gewicht her und so weiter. Also so, dass es keine Rolle mehr spielt, von der Größe und Gewicht her. Von der Bedienung her ist das ein bisschen anders. Zum einen habe ich einen richtig schönen Griff. Ich bin 1,78, ich wiege 73 Kilo. Ich habe relativ große, dicke Hände, also dicke Finger. Und liegt sehr, sehr gut in der Hand. Bei mir passt der kleine Finger nicht mehr rauf, aber das ist eine kleine, leichte Kamera. Der muss auch nicht zwingend raufpassen, weil die so leicht ist. Es wird natürlich ein Thema, wenn ich schwere Objektive dran habe, dann kann ich halt nur mit zwei Fingern im Grunde halten, weil den Zeigefinger brauche ich ja zum Bedienen und der kleine Finger, der hat einfach keinen richtigen Platz mehr. Das liegt in der Natur der Sache, wenn ich eine kleine Kamera habe. Aber so fühlt sich das sehr, sehr gut an. Ich habe zwei Drehräder. Ich wiederhole das nochmal, ich habe zwei Drehräder. Das ist nicht selbstverständlich in dieser Preisklasse. Dann liegt er doch deutlich unter 1000 Euro, je nachdem, wo der Straßenpreis sich jetzt auch so ein bisschen einpendelt und welche Rabatte man im Moment überall einsammeln kann. Zwei Drehräder, ganz normal den Moduswechselknopf, dann sehr cool, das hat Nikon eingeführt, mit der Z6 hat es auch schon. Ich habe hier einen Knopf an dem Sucher, das heißt, ich kann Automatik anhaben, das heißt, wenn ich ranmache, ist der Sucher und sonst ist das Display an. Das kann ich aber umschalten, ich kann per Knopfdruck sagen, ich will nur Sucher oder ich will nur Display haben. Ja, perfekt, dann, ich hab die Macht, ich habe die Kontrolle. Das ist zum Beispiel bei Sony ein Riesentheater immer, es klappt nie richtig irgendwie. Sobald ich die Kamera so ein bisschen so halte, aufs Display gucken will, geht der Sucher an und so weiter. Und das ist hier halt eben überhaupt kein Problem. Bei der Z6 ist es ein bisschen so, dass das ein bisschen sehr empfindlich ist, die Automatik. Das liegt ein bisschen da, weil da halt quasi das Display, also der Sucher, ein bisschen nach hinten geschoben ist. Das ist für Brillenträger gut, führt aber manchmal zu Problemen mit dem Augenautofokus, also mit der Erkennung von der Umschaltung. Und das kann ich, wie gesagt, mit dem Knopf problemlos lösen. So. Dann habe ich ein großes und auch sehr hochauflösendes Display. Das Display hat nur 1 Million Pixel. Das klingt nicht viel, es ist aber sehr kontrastreich. Es lässt sich sehr gut draußen ablesen. Und sie haben es also gelöst. Es sieht nach mehr aus. Es ist besser, als es ist, quasi. Also wenn ich dir nicht gesagt hätte, es ist 1 Million und du würdest das Ding in die Hand nehmen, würdest du denken, wow, geiles Display. Weil es einfach Farben, Kontrast und so weiter so gut gelöst ist. 1 Million ist aber nicht super viel, ist eigentlich nicht mehr so richtig zeitgemäß. So, wenn ich reinzoomen will, um Schärfe zu beurteilen und so weiter, dann gehe ich eher auf den Sucher. Der Sucher hat 2 Millionen und 2 Millionen auf dem kleinen Sucher ist eine ganze Menge. Das ist weniger als die Z6, Z7 haben, die sehr, 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 sehr gut sind. Und der ist auch sehr, sehr, sehr gut. Und dass ich halt nur 2 Millionen habe, das ist 2 Millionen Pixel, ist eine ganze Menge. Man sieht den Unterschied nur, wenn man sie nebeneinander hält und irgendwie sucht danach. Also man sieht es eigentlich nicht in der Praxis. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, ich kann reinzoomen, ich kann durch den Sucher gucken und ich kann Bilder sehr, sehr gut bewerten, beurteilen darin auch. Bewerten kann ich übrigens auch über das i-Menü. Die Touch-Funktionalität ist sehr, sehr gut gelöst, also responsiv und ich kann alles Wichtige bedienen. Ich kann natürlich auch Bilder reinzoomen etc., durchswipen und so weiter. Also macht Spaß, damit zu arbeiten. Und das Schöne ist so ein bisschen, komme ich nachher noch ein paar Mal drauf, gerade als Zweitkamera, wenn man die Z6, Z7 dazu hat, oder auch eine andere Nikon-Kamera, weil Nikon hat das geschafft, das habe ich schon öfter gesagt, die haben das geschafft, den Wechsel von klassischer Kamera zu Digitalkamera zu machen,
oder zu Systemkamera, zu spiegellose Kamera zu machen, ohne die Bedienung zu verändern. Das Menü ist identisch und die ganzen Buttons sind auch ungefähr an derselben Stelle. Das wechselt immer mal so ein bisschen. Hier ist zum Beispiel der Play-Button ist hier. Das heißt, ich kann die Kamera sehr schön einhändig bedienen. Das ist sehr gut. Das ist bei anderen Nikons ist der teilweise hier oben, was ich hier unten präferiere. Aber prinzipiell fühlt man sich sofort zu Hause. Gerade Z6, Z7, ich habe die Kamera, ich habe die Z6 und die Z7 hier immer noch liegen und habe sie tatsächlich auch zusammen benutzt im Team und so weiter. Und das ist, man merkt, ich muss raufgucken, welche Kamera ich in der Hand habe. Ja, sie ist ein Tick leichter, aber die anderen sind ja auch leicht. Also wenn die auf dem Tisch nebeneinander stehen und ich greife eine Kamera, muss ich immer erst gucken, Moment, welche habe ich denn jetzt hier? Weil die sich quasi identisch bedienen. Und das ist mega gut gelöst. Das Display kann ich nach unten klappen in Selfie-Modus. Das ist so ein bisschen, da hat doch wieder das Marketing so ganz am Ende gesagt, haben wir eigentlich einen Selfie-Modus? Und die Engineers so, nein. Und dann mussten sie da noch was ranklatschen. Also ja, ich kann das Display nach unten klappen, das ist aber total sinnlos. Zum einen kann ich mich nicht wirklich sehen, also es wäre ja wirklich nur so quasi. Wenn ich im Selfie-Modus, hier kann man zum Glück abschalten. Im Selfie-Modus gehen diverse Sachen nicht. Das Display hat nicht mehr die volle Funktionalität. Man kann die Kamera eigentlich nicht bedienen im Selfie-Modus. Das heißt, ich muss so alles einstellen und dann kann ich das Display runterklappen und dann könnte ich ein Selfie machen. Ja, okay. Ja, super. Also total, total sinnlos im Grunde. Zumal ich zumindest im Moment auch kein Objektiv habe, mit dem ich Selfies machen könnte am langen Arm. Weil das Kit-Objektiv 16. Auf dem weiten Ende, das klingt gut, also umgerechnet 24, aber 24 reicht halt eben nicht für Selfie, wenn man nicht sehr, sehr lange Arme hat. Da muss man die Kamera schon wieder auf den Stick packen oder aufs Stativ und so und dann ist schon wieder irgendwie, naja. Also es ist sehr, sehr schade, weil die Einsteigerserie, die APS-C-Serie von Nikon, klassischerweise so die 5000er, die haben ja lange Zeit ein Display gehabt, das man nach vorne klappen kann. Und davon ausgehend, dass dieses Modell die alten ablöst, fällt das scheinbar leider weg. Das finde ich sehr, sehr schade. Und dann noch so ein ganz komischer Kritikpunkt. Ich habe hier bei Nikon habe ich einen USB-Anschluss, Micro-USB. Da ist auch ein Kabel dabei, ganz normal, sieht ganz normal aus. Meine bisherigen Micro-USB-Kabel passen da aber nicht rein. Ich habe so einen, für den Urlaub habe ich so ein Reisekit quasi. Da habe ich einen mehrfachen USB-Stecker und da habe ich halt diverse Kabel, Micro-USB, USB-C und so weiter. Und ich greife einfach diese Box und nehme die halt immer mit, wenn ich in Urlaub fahre oder auf Reisen fahre halt. Und mein Kabel passt da nicht rein. Das heißt, ich kann die Kamera über USB aufladen, was super ist. Ich kann dabei nicht fotografieren, aber ich kann sie zumindest aufladen. Aber es geht nicht, weil ich mein Kabel da nicht reinkriege. Ich muss das Originalkabel mitnehmen. Und ich kann darüber, scheinbar habe ich gelesen, ich kann es nicht ausprobieren, weil ich kein Kabel habe. Ich kann darüber keine Fernbedienung mehr anschließen. Ich habe eine Fernbedienung für Nikon, die kann ich aber nicht anschließen, weil ich das Kabel nicht reingesteckt kriege. Weil ich einen Micro-USB-Anschluss habe und mein Micro-USB-Kabel da nicht reinpasst. Keine Ahnung, warum. Gibt es vielleicht eine Lösung, vielleicht kann man da irgendwas basteln, irgendwie den hier ein bisschen Schraubenzieher, keine Ahnung. Aber im Moment kann ich nur sagen, man kann keine Fernbedienung anschließen. Es gibt von Nikon eine Bluetooth-Fernbedienung, die man extra kaufen kann. Und natürlich kann man die Handy-App nehmen. Ist für mich als Landschaftsfotograf eigentlich schon K.O.-Kriterium. Für mich als Filmer auch. Weil ich arbeite häufig, nicht häufig, aber ich möchte eigentlich mehr, so muss ich sagen, Timelapses machen. Und dafür habe ich eine Fernbedienung natürlich. Ich kann Timelapse hier drinnen machen, aber ich will die Fernbedienung nehmen, hat einen Haufen Gründe. Und außerdem haben wir so einen Drehteller, da kann ich die Kamera rauf tun und da geht ein Kabel raus und der löst die Fernbedienung, der löst die Kamera aus. Das ist, wenn ich einen Timelapse mache und die Kamera dreht sich gerade, dann soll ja nicht gerade ein Foto gemacht werden, dann wäre das ja verwackelt. Das heißt, der dreht und macht dann das Foto. Geht halt leider nicht. Also das ist sehr, sehr schade und irgendwie also völlig unnötig. Also was soll denn sowas? Und ich habe für die Kritiker, ich habe nur einen Kartenslot, das ist mir völlig egal, aber einige stehen da drauf, das ist aber normal in der Preisklasse. In der Preisklasse unter 1000 Euro wüsste ich jetzt keine Kamera, die zwei Kartenslots hat. Wobei natürlich inzwischen einige Kameras unter 1000 Euro gefallen sind vom Preis her, ältere Kameras. Da gibt es das natürlich. Sensor bzw. Bildqualität. Hier ist ein 20-Megapixel-Sensor drin und das ist meine zweite große Kritik neben dem USB-Kabel-Gedöns. 20 Megapixel ist nicht zeitgemäß und ist völlig unnötig. APS-C kann 24 oder 26 oder 30 Megapixel machen. Für mich, für meine Arbeit, wo ich halt viel Pixel brauche, weil ich hochwertig drucke und weil man vielleicht auch mal reinkroppen möchte, finde ich 20 unangemessen. Ich könnte damit nicht wirklich, das wird mein Fazit nachher auch sein, nicht wirklich professionell arbeiten wegen den 20 Megapixeln. Als normale Hobbykamera, als Familienkamera ausreichend, völlig ausreichend für alles, was man braucht, völlig ausreichend. Also mich da nicht falsch verstehen. Für mich, für meinen Anwendungsbereich, weil ich hochauflösend drucke. Ich filme mich mit der Sony A7R III. Die habe ich, weil sie 42 Megapixel hat.
Und die würde ich nicht nutzen, weil sie halt nur 20 hat. Ich hoffe also sehr, dass es irgendwann eine Z60 gibt, die, keine Ahnung, 26 Megapixel hat. Nachdem ich das gesagt habe, die Bildqualität ist aber sehr, sehr, sehr gut. Ich habe unglaublich einen hohen Dynamikumfang. Und zwar zeige ich das mal. Ich nehme mal dieses Bild aus Hamburg. Da waren wir in Hamburg am Hafen. Und so typische Situation, Gegenlichtsituation mit irgendwie auch schon fast dunkel und viele Lichter und so. Also ein klassisches Problem, wo man eigentlich ein HDR machen müsste früher und heute nicht mehr muss. Man muss kein HDR mehr machen, wenn man eine Kamera wie die neue Nikon hat. Hallo aus Hamburg. Ich stehe hier vor dem sogenannten Parallelogramm, und zwar Fischmarkt. Man kann am Fischmarkt parken, dann hier ein paar Minuten herlaufen. Sehr cooles Gebäude, ist ein Bürogebäude, das heißt, da sind Leute drin, da ist Licht an und dementsprechend natürlich ein Shot für blaue Stunde. Dabei habe ich die Nikon Z50. Super spannendes Wetter. Blaue Stunde ist noch eine Viertelstunde weg und wir haben so eine Wolkenfront, die kommt und geht und so. Das heißt, wir haben immer mal wieder Wolken drin. Aber das will ich natürlich haben, dass ein bisschen mehr Spannung im Himmel ist. Was ich jetzt hier mache, ist tatsächlich Belichtungsreihen. Das heißt, ich belichte ein bisschen unter für den Himmel. Ich belichte deutlich über für vor allem das Wasser, weil das Wasser ist schon sehr, sehr viel dunkler als der Himmel. Also bestimmt 2, 3 Blenden Unterschied. Und dann gucke ich zu Hause, ob ich es zusammensetzen muss oder nicht. Meistens mache ich mir bei sowas die Mühe, nachher nicht mehr ein HDR draus zu machen. Aber ich habe zumindest die Option. Die Option möchte ich mir offen halten. Ansonsten 2 Sekunden Vorauslöser, Blende 14 habe ich in dem Fall jetzt, einen ND8-Filter noch drauf, weil es noch nicht richtig dunkel ist. Und sobald es vielleicht noch ein bisschen dunkler wird, kommt der Filter raus und dann kann ich noch ein bisschen flexibler arbeiten. Das sieht aus wie brennende Ölfelder im Irak oder so, ne? Aber ernsthaft. Dann ISO-Rauschen. Das sind Bilder aus Wiesbaden. Ich zeige mal dieses hier. Da haben wir ISO 28000. Und das ist das JPEG out of camera. JPEG out of camera. Die Farben stimmen, das ISO-Rauschen ist quasi nicht erkennbar. Und hier zeige ich zum Vergleich die RAW-Datei. Da sieht man, wie es wirklich aussieht quasi. Und ja, das kann ich von Hand dann tunen und so weiter. Ich habe mal kurz 2, 3 Minuten dran gebastelt und habe es nicht hingekriegt, das JPEG nachzumachen. Und das ist, ich habe es, glaube ich, bei der D7500 schon gesagt, da hat Nikon hat da irgendwie mal irgendwie das, den JPEG-Engine neu gemacht oder so. Und seitdem sind die unglaublich gut. Die JPEGs sind in der Regel so, dass ich die RAWs mache. Gerade wenn ich so eine Testkamera habe, dann schieße ich, hoffe ich, beides, JPEG und RAW, und schmeiße die RAWs weg, weil die JPEGs krieg gar nicht so hingetunt, wie die aussehen. Das ist wirklich gut geworden. Und das macht natürlich die Kamera, weil die ist ja auch so ein bisschen gedacht als Reisefotografie, als Einsteigerkamera oder eben, wie gesagt, als Zweitkamera. Ne? Ich bin Berufsfotograf oder intensiver Hobbyfotograf. Ich habe eine große Nikon und ich will auch noch eine kleine dazu haben. Dann ja, und dann kann ich auch mal mit JPEGs arbeiten oder für die Freundin oder so. Also macht total Sinn. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also ISO-Rauschen für eine APS-C-Kamera. Also ganz, ganz oben dabei. Autofokus ist eine APS-C-Kamera. Autofokus, da darf man jetzt nicht erwarten, Sony-Niveau, das ist leider so. Ich würde sagen, auf Augenhöhe mit der Z6, Z7. Also gut, wirklich gut. Also ein Autofokus, wie es ihn vor ein paar Jahren nicht gab. Wir sind einfach von Sony sehr verwöhnt und Canon hat er nachgezogen. Und hier ist die Fuji X-T3. Ich würde sagen, die sind ungefähr auf Augenhöhe. Gerade so wenig Licht und so weiter und dann irgendwie eine Gesichtserkennung drinne, Kind spielt und so weiter, dann ist es so vielleicht ungefähr auf Augenhöhe. Und die Sony und die Canon sind halt nochmal deutlich besser. Canon hat da gerade ein Firmware-Update gebracht und Nikon hat versprochen, dass es für die Z6 auch kommt. Hierfür habe ich nichts gehört, aber ich hoffe natürlich, dass da dieselbe Software drin ist. Also wäre naheliegend. Also gehe ich davon aus, dass die auch nochmal besser wird. Aber die ist schon sehr, sehr gut. Sobald du genug Licht hast, sehr, sehr gut. Da sitzt das Auge immer drauf. Ich habe damit auch produktiv gearbeitet. Ich zeige mal dieses Porträt zum Beispiel. Das ist der Jochen Rohner aus Berlin. Einer so ein Urgestein in der Fotografie, der entwickelt noch analog. Hat ein Fotolabor in Berlin. Und der Porträt, und jetzt komme ich nochmal zum Nachteil. Der Vorteil ist, ich habe hier die alten SD-Karten drin. Der Nachteil ist, ich habe hier die alten SD-Karten drin. Nikon ist halt nicht konsequent. Die Z-Serie hat die neuen Karten
Und hier gibt es halt die alten Karten drin. Und ich hatte eine Z6 dabei, Z7 dabei. Also nee, ich weiß nicht dabei, eine Z7 und die dabei. Und ich habe die Karte vergessen für die Z7. Das wäre so das. Das heißt, ich musste damit arbeiten. Eigentlich hatte ich die nur als Backup dabei. Ich konnte damit arbeiten, weil SD-Karte. Wenn hier aber auch die neue drin gewesen wäre, dann hätte ich mit beiden Kameras arbeiten können, hätte halt nur die Karte umstecken müssen. Und das wirst du kennen, das Problem. Also sobald man zwei Kameras hat, weil die SD-Karte vergisst man immer. Also nicht immer, aber immer mal wieder, ein paar Mal im Jahr. Und normalerweise ist es nicht so schlimm, weil ich immer Backup dabei habe. Jetzt muss ich eigentlich zwei Backup-Karten dabei haben und das ist einfach doof. Also es ist gut, dass sie die alten haben, aber es ist halt auch schlecht, wenn du sie als Zweitkamera benutzen möchtest. Und deswegen musste ich die also produktiv benutzen. Ich habe sie produktiv benutzt. Ich habe jetzt halt ein Portrait mit 20 Megapixeln, was mich ärgert. Aber wie gesagt, Autofokus und Bildqualität und so. Und zwar bei ISO-Rauschen, das war irgendwie ISO 1, 2, 3000, ich weiß gar nicht mehr. Spielt auch keine Rolle. Spielt keine Rolle. Ist egal. ISO 1000. Spielt keine Rolle für produktive Fotos. Und das ist doch cool, dass ich das sagen kann. Objektive. So, für die Kamera gibt es zwei Kit-Objektive, also ein Kit-Set im Grunde. Das ist hier dran, das 1650. Man sieht das, es ist super klein und leicht. Und damit passt die tatsächlich in eine große Jackentasche rein. Jetzt im Winter, große Jackentasche, das geht. Hat natürlich einen Preis. Die Bildqualität ist völlig ausreichend, völlig okay für so ein Kit-Objektiv, für die Urlaubsfotos und so. Aber es ist halt überhaupt nicht lichtstark. Und das ist ein Problem. Meine persönliche Meinung ist, inzwischen nehme ich eher das Handy als die Kamera, wenn ich einfach nur einen Schnappschuss machen möchte. Warum soll ich denn die Kamera nehmen, wenn ich einen Schnappschuss machen möchte und ich habe ein iPhone 11 in der Tasche? Nehme ich doch das iPhone. Also würde ich gar nicht mitnehmen im Grunde. Also in dieser Kombination, ich sage nicht, dass es keinen Sinn macht, zum Filmen zum Beispiel, aber würde ich eigentlich eher nicht empfehlen, sondern ich würde tatsächlich von vornherein davon ausgehen, du kaufst noch mindestens ein Objektiv dazu. Das kann ein neues sein von den Z-Objektiven, das können aber auch alte sein. Mit dem Adapter kannst du ganz normalen Autofokus und so weiter. Das Ganze wird halt wieder ein bisschen größer. Das ist also eine kleine Kamera mit einem großen Objektiv dran, ja. Ich weiß nicht, was Nikon so die nächsten Jahre rausbringen wird an Objektiven. Also nicht falsch verstehen, das Objektiv ist nicht schlecht. Das ist für ein Kit, das ist völlig gut, aber es ist halt so lichtschwach, dass die ganze Kamera kaum noch Sinn macht, wenn ich nur damit unterwegs bin. Dann lieber eine kompakte Taschenkamera nehmen oder vielleicht das Handy nehmen. Meine Empfehlung. Bisschen anders bei dem Tele. So, das ist jetzt handgehalten, wie man hoffentlich sieht, auf 100 mm. Das Tele ist auch klein und leicht und kompakt und damit habe ich umgerechnet 400 mm. Das kann ich mit dem Handy natürlich nur noch sehr, sehr bedingt, irgendwie nicht mehr richtig. Und das ist gut, das Tele, es ist leicht, es ist nicht furchtbar teuer. Also so, man will ein Tele mitnehmen, weil man auf Safari geht oder sonst irgendwie ein Tele braucht. Es ist kein 70-200er, natürlich nicht, aber es ist auch nicht so groß und schwer und teuer. Und das muss man, also für den Preis kriegt man eine ganze Menge und für das Gewicht kriegt man eine ganze Menge bei dem Tele. Das finde ich, haben sie sehr gut gelöst. Also deutlich besser als solche Objektive in der Preisklasse früher waren. Video ganz kurz. Video ist, würde ich sagen, vergleichbar mit der Z6. Ich zeige mal kurz diese Sequenz. Das Video ist letzte Woche live gegangen. Das ist Audio direkt in die Kamera rein mit dem Kabel, mit diesem Mikrofon direkt in die Kamera rein. Und Standardprofil und alles, was dazugehört, alles Standard. Ich zeige das mal kurz. Dagegen ist auch sehr empfehlenswert Steve McCurry. Das ist der hier, das afrikanische Mädchen, das kennt man wahrscheinlich, ne? So mit den grünen Augen und so. Das vermeintlich bekannteste Foto ever. Und da steht drin, wie er das gemacht hat und auch so ein bisschen seine Geschichte und auch. Audio ist nicht ganz so gut, meine Meinung, wie jetzt Canon und Sony. Aber im Gegensatz zu zum Beispiel Canon habe ich halt eine hohe Bildqualität im Video. Und Bildqualität, würde ich sagen, ist auf Augenhöhe gleich mit Nikon und so. Sondern es ist wirklich nur die Audiogeschichte, die nicht ganz so auf demselben Niveau ist. Dafür habe ich einen sehr guten Auto-Audio von der Lautstärke her, was ja auch gut ist. Fazit. So, mein Fazit, ich habe es am Anfang schon angedeutet, eine tolle Kamera, gerade als Zweitkamera. Wenn du eine Z6, Z7 hast oder sonst irgendwie eine Nikon Vollformat, dann willst du eine APS-C-Kamera dazu haben. Oder du hast jetzt eine 5000er-Kamera von Nikon und die ist kaputt und willst eine neue haben. Ja, also die bessere Wahl. Definitiv, wegen für mich löst die eigentlich alle 5000er und 3000er Kameras von Nikon ab, wenn man sich mit dem Preis ein bisschen findet. Zumal man die alten Objektive ja weiterverwenden kann.
7500 oder Nikon 500 ist ein bisschen was anderes, weil die haben einen sehr viel besseren Autofokus. Wenn du Sport machen möchtest, wenn du Tierfotograf bist und du willst schnelle Action einfangen, dann sind die Kameras noch nicht auf dem Niveau, würde ich sagen. Habe ich aber nicht wirklich mitgearbeitet, weil ich sowas nicht mache. Nein, also wenig Licht, irgendwie fliegende Greifvögel bei wenig Licht, würde ich damit nicht machen wollen. Und das geht mit der 7500 oder D500, dafür sind die gebaut. Und die halt eben nicht, die ist ein Allrounder. Als Zweitkamera, wie gesagt, sehr, sehr gut. Wenn du jetzt nur eine Kamera hast und du willst dich ein bisschen entscheiden, ja, das ist jetzt bewusst die Fuji X-T3, nicht die X-T30, die X-T3. Ich würde sagen, die sind auf Augenhöhe. Die ist halt, hat halt eine ganz andere Bedienung. Mag man nicht. Die kauft man ja wegen der Bedienung und nicht wegen der Leistung. Leistungsfähig auf Augenhöhe, wirklich auf Augenhöhe. Aber die kostet halt 500 € weniger und für 500 € ein besseres Objektiv ran. Weil bei Fuji ist halt immer die Frage, welche Objektive nimmt man. Und hier gibt es sehr, 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 sehr gute und sehr viel Auswahl. Und zwar auch gebraucht und so weiter. Sony ist ein bisschen schwieriger. Wenn du jetzt sagst, du hast eine kleine Familie und willst halt zu Hause deine Kinder unter dem Weihnachtsbaum fotografieren, nach wie vor meine Empfehlung Sony 6400 als Nummer 1 Familienkamera. Auch weil du super viele Objektive hast, auch inzwischen preisgünstig, lichtstark und halt dieser geniale Augenautofokus. Und ich weiß nicht, ob der hier auch kommt. Wenn es dir um Bedienung geht, meiner Meinung nach APS-C-Kamera mit weitem Abstand die beste Bedienung im Moment. Es gibt keine Kamera, die sich so toll bedienen lässt für unter 1000 € im APS-C-Bereich. Für 1000 € kriegt man aber inzwischen auch Vollformat, darf man nicht vergessen. Bildqualität sehr, sehr gut, wenn du mit 20 Megapixel leben kannst und die allermeisten Leute werden gar keinen Unterschied merken. Also die können damit sehr gut leben. Und kleinere Dateien heißt natürlich auch, du brauchst nicht so einen starken Rechner und so weiter. Also die ganze Nachbearbeitung ist ja auch viel besser damit. Also hat vor allem diese JPEG-Engine ist so gut geworden. Meine Empfehlung wäre also, wenn du sie dir kaufst, von vornherein sicherstellen, dass du irgendwie ein schönes Objektiv dabei hast. So ein 35er 1.8 oder ein 50er 1.8 oder irgendwie sowas. Klein, leicht, lichtstark und dann hast du eine fantastische Kamera zum Mitnehmen. Oder du überlegst dir halt, ja, die als Reisekamera mit Tele und dazu halt das Smartphone und hier vielleicht irgendwie was weitwinkliges, lichtstarkes rein oder sowas. So das Nikon 20 mm oder keine Ahnung, sowas. Dass du so ein bisschen so, ne, für Streetfotografie was lichtstarkes hast. Tolle Kombination, klein, unauffällig und so weiter und so fort. Hat mir also sehr viel mehr Spaß gemacht, der Test, als ich gedacht hätte. Ich bin sehr positiv überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass sie auf Augenhöhe ist mit der Z6, sondern so, ja, sie kostet halt irgendwie ein Drittel weniger, hat ungefähr die gleichen Spezifikationen, sie wird halt nicht so gut sein. Doch, sie ist quasi genauso gut. Weniger Pixel. Und der Sensor ist natürlich kleiner, aber in den allermeisten Fällen spielt das ja überhaupt keine Rolle und sehe ich den Unterschied auch gar nicht. Selbst bei hohen ISO-Werten. So, und jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Wenn du schon, hast du Nikon-Kamera? Welche hast du? Schreib doch mal einen Kommentar, welche Nikon-Kamera hast du? Und überlegst du abzulösen. Also mich interessieren natürlich vor allem die 3000er-Serie und die 5000er-Serie von Nikon, weil das ist so der, quasi das Gegenstück dazu, würde ich sagen, der Nachfolger oder die neue Version davon oder sowas. Also schreib mir gerne, ob du mit dir ringst, sie zu kaufen und warum, beziehungsweise warum nicht. Also, ich hoffe, das war nützlich für deine Kaufentscheidung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deiner Kamera, wenn du sie dir gönnst. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.